Hallo meine Lieben, heute will ich euch zeigen, wie man Videounterricht professionell planen kann und wie das dann auch aus Schülersicht aussieht. Um professionell eine Videobesprechung, also einen Videounterricht tätigen zu können, würde ich euch empfehlen, die Desktop-App von Teams runterzuladen. Hier hat man mehr Möglichkeiten wie in der Web-App. Es ist natürlich auch möglich in der Web-App, aber man hat mehr Möglichkeiten. Wenn ihr das noch nicht getan habt, einfach hier auf eure Initialen klicken und Desktop-App runterladen. Natürlich braucht man eine Kamera und ein Mikrofon. Beides in einem ist auch erhältlich, kann man schon recht günstig erwerben. Wenn man das nicht investieren will, könnte man natürlich auch von seinem Tablet aus Videounterricht halten oder sogar vom Smartphone. Allerdings hat man die ganze Palette an Besprechungsmöglichkeiten, an Besprechungsoptionen nur in der Desktop-App am Computer. Um heute alles besser demonstrieren zu können, werde ich heute auch noch zwei Schüler gleichzeitig einblenden am rechten Bildschirmrand, und zwar Zolli Schüler 01 und Zolli Schüler 02. Ich befinde mich in meinem Testteam und ich kann eigentlich in jedem Kanal jetzt eine Videobesprechung starten. Ich bin jetzt im Kanal Förderunterricht und hier oben, ich mache mal das Fenster größer, befindet sich das Besprechungssymbol. Und ich würde euch immer empfehlen, eine Besprechung im Vorhinein zu planen. Man könnte sie natürlich auch sofort starten. Mit diesem Haken daneben könnte ich sie planen, aber ich könnte sie natürlich auch im Kalender planen. Ich gehe mal in den Kalender, da kann ich einfach reinklicken, doppelklicken und dann könnte ich eine Besprechung planen. Dasselbe passiert, wenn ich im Team auf diesen Haken klicke, in diesem Kanal Förderunterricht bin ich jetzt und auf Besprechung planen gehe. Dann öffnet sich diese Maske, ich gebe jetzt einmal ein Unterrichtsstunde 1. Wann findet die Besprechung statt? Die Teilnehmer brauche ich nicht hinzufügen. Das sind alle Teilnehmer, die ja in diesem Team drinnen sind. Sie soll heute stattfinden um 8.45 Uhr. Ich kann das auch selber eingeben. Natürlich soll dauern 30 Minuten bis 9.15 Uhr. Das ist gar nicht so bedeutsam. Ich kann die Besprechung jederzeit früher starten und auch länger durchführen. Wenn sie sich wöchentlich wiederholen sollte oder täglich, kann ich das auch hier definieren. Wie gesagt, sie findet sie in dem Testteam unter dem Kanal Förderunterricht statt. Ich könnte hier noch Details eingeben, wenn ich will. Das mache ich jetzt. Liebe Schüler, heute will ich mit euch gezielt für die Schularbeit üben und eure Fragen beantworten. Ich kann natürlich hier alles eingeben, könnte das auch wie in Word formatieren und jetzt gehe ich auf Senden. So, die Besprechung in dem Kanal Förderunterricht finde ich jetzt hier. Ich habe jetzt mein Fenster geteilt und hier sind noch zwei Schüler-Accounts, Zolli Schüler 01 und Zolli Schüler 02. Habe ich hier jetzt eingeblendet in Dunkel, damit ihr auch seht, wie das beim Schüler aufscheint. Zolli 02 hat schon in das Team geklickt und hat gesehen, hier findet eine Unterrichtsstunde statt. Das war eigentlich aber nur aus Zufall. Wenn ich will, dass alle Schüler davon Bescheid wissen, dass ich hier eine Unterrichtsstunde plane, dann würde ich hier einfach, wo ich die Besprechung angelegt habe, auf Antworten klicken und das Team erwähnen. Das haben wir ja schon gelernt mit Add und dem harten T. Dann das Testteam hier erwähnen und abschicken. Und im selben Moment poppt das Ganze hier jetzt bei den Schülern auf. Er hat eine neue Nachricht bekommen und weiß jetzt, Zolli hat das Testteam erwähnt, Testteam Förderunterricht, und er sieht schon, ja okay, hier findet eine Unterrichtsstunde statt. Dieses blaue Symbol
sagt immer, das ist eine Videobesprechung. Alternativ sollten die Schüler immer wieder mal in ihren Kalender klicken. Auch hier sind ihre ganzen Besprechungstermine abgebildet und von hier aus könnten die Schüler auch teilnehmen. Ich werde jetzt diese Besprechung noch einmal anklicken, die ich hier angelegt habe, denn jetzt zeige ich euch noch mal was Wichtiges, und zwar die Besprechungsoptionen. Sollten sie nicht automatisch aufscheinen in diesem 3-Punkte-Menü, kann ich sie anwählen. Sie erscheinen dann hier, Unterrichtsstunde 1, und hier kann ich einige Sachen einstellen. Wer kann den Wartebereich umgehen? Das lasse ich immer eingestellt auf Personen in meiner Organisation. Wichtig ist eigentlich nur hier unten, wer kann präsentieren. Bitte unbedingt ändern auf nur ich, sonst können die Schüler sehr störend sein im Unterricht, und Teilnehmer das Aufheben der Stummschaltung gestatten. Das würde ich auch nicht machen. Und dann bitte auf Speichern klicken und dieses Fenster kann ich schließen. Nachdem ich nun diese Optionen eingestellt habe, könnte ich natürlich wieder schließen. Es ist gespeichert. Oh, aber ich nehme jetzt gleich an dieser Besprechung auch. Und ich klicke hier auf Teilen. Und hier, wenn ich jetzt die Desktop-App habe, habe ich einige Möglichkeiten, und zwar Hintergrundeinstellungen. Meine Kamera kann ich aktivieren, das Mikrofon natürlich, und hier diese Hintergrundeinstellungen sind recht fein, recht nützlich, so wie ich finde. Da öffnet sich schon das Vorschaufenster. Ich habe jetzt keinen eingestellt. Ich könnte meinen Hintergrund einfach weich zeichnen oder einen virtuellen Hintergrund einstellen. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich einfach auf Teilnehmen. Die Schüler könnten nun einfach dasselbe machen, entweder im Kalender auf Teilnehmen klicken oder hier im Team auf Teilnehmen klicken. Die Schüler haben Angst, 02, weil sie haben ihre Kamera, wie man hier sieht. Um immer ihnen groß zu erscheinen, könnt ihr hier auf Teilnehmer klicken. Das sind diese zwei Männchen. Und jetzt könnte ich einfach auf meinen Namen gehen, auf die 3 Punkte, und Spotlight auf mich wählen. So bin ich für Sie immer hervorragend sichtbar in der Bildschirmmitte. Die anderen Teilnehmer sehen, man sieht, Mikrofon ausgeschalten, weil ich das ja davor so gehabt habe. Wenn ich das ändern will, kann ich auf das 3-Punkte-Menü klicken und könnte Teilnehmer das Aufheben der Stummschaltung gestatten. Das will ich ja jetzt nicht machen. Wenn ich einmal will, dass die Schüler auch mir was präsentieren, könnte ich auf den Schüler klicken und könnte Status in Referent ändern. So könnten sie auch ihren Bildschirm teilen. Hier oben habe ich Möglichkeiten. Ich kann die Teilnehmer einblenden oder ich kann den Chatbereich einblenden. Im Chatbereich, das könnten ja auch die Schüler machen. Hier sollten sie Fragen zum Unterricht stellen, wenn sie was verstanden haben, eingeben und abschicken. Ich könnte natürlich hier auch Dateien anhängen oder ich könnte sie auch größer machen, GIFs. Man kann den Schülern sagen, bitte hier keine privaten Unterhaltungen, sondern immer nur zum Thema passend. Ich kann hier meine Kamera auch ausschalten. Ihr seht das sofort beim Schüler, sie sehen nur noch meine Initialen. Und ein wichtiges Tool ist dieses hier, dieses Rechteck mit dem Pfeil. Hier kann ich meinen Bildschirm teilen. Ich klicke mal drauf und hier öffnet sich da unten ein Fenster. Hier habe ich die Auswahl, meinen gesamten Desktop zu teilen. Dann wird alles geteilt, wo ich auch immer hinklicke, oder einzelne Fenster. Zum Beispiel habe ich mir hinten eine PowerPoint hergerichtet oder ein anderes Tafelbild, ein Word-Dokument. Das muss ich davor natürlich aufmachen, dann kann ich es teilen. Ich würde einfach hier den gesamten Desktop immer teilen. Dann kann ich Ihnen einfach alles zeigen, was ich will. Ich öffne hier mal ein Fenster. Und dieses Fenster, dieses Excel-Dokument, würden auch die Schüler jetzt sehen können.
Wenn ich das beenden will, hier ist ein kleines Vorschaufeldstunde und da sehen Sie das Rechteck mit dem X, einfach hier draufklicken und es wird beendet. Hier hätte ich auch noch weitere Aktionen. Das ist vor allem dann interessant, wenn die ganze Klasse, also mehr als 10 Personen hier drinnen ist, dann könnte ich mir die ganzen Teilnehmer in einer großen Galerie anschauen lassen. Hier sehen Sie ja zwei große Rechtecke. Dann könnte man die ganzen Schüler als kleine Rechtecke sehen oder im Zusammenschau-Modus würde man die Schüler wie in einer Klasse auf einem Stuhl sitzend sehen. Auch hier könnte ich noch meinen Hintergrund ändern, wenn ich die Desktop-App habe, wie gesagt. Ich blende hier noch einmal die Teilnehmer ein. Wie man auch ganz fein findet, wenn ich oben auf die drei Punkte neben den Teilnehmern klicke, kann ich sofort eine Anwesenheitsliste herunterladen, dann sehe ich alle Leute, die heute da waren. Zumeist wird das gespeichert in dem Ordner Downloads. Hier sehen Sie schon ein Excel-Dokument. Ja, ich öffne dieses Dokument. Hier sind alle Teilnehmer, die da waren. Das bin natürlich ich gewesen und die zwei Zolli-Schüler 01 und Zolli-Schüler 02. Na gut, wie ich das Ganze jetzt wieder beenden kann, ganz einfach. Wenn ich auf Verlassen klicke, dann würde nur ich aus dem Meeting rausfallen und die zwei Schüler bleiben drinnen. Wenn ich hier auf diesen Pfeil drücke und Besprechung beende, was ich jetzt mache, dann würde die Besprechung automatisch für alle beenden. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt aus mit dem Videounterricht.